Ich bin gerade im digitalen Zukunftszentrum in Leutkirch. Wir versuchen heute mit dem Kunden neue virtuelle Konzepte zu erstellen. Es geht darum, Menschen zu befähigen, sich mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Wie zum Beispiel, dass sie eine virtuelle Messe machen können, damit die Kunden in das Innenleben von Maschinen gucken können. Das ist eigentlich perfekt für Leute, die sich zum Beispiel in Wohnmobil ausbauen wollen und sich noch nicht genau entscheiden können, in welcher Farbe oder welche Lichter sie haben möchten. Fühlt sich schon sehr live an. Ich schaue auch die ganze Zeit, wo ich hindrehe, weil ich denke, ich muss hier die Stufe runter. Hey Laura, wir haben einen Kunde hier, die möchte mit uns gemeinsam einen Workshop machen und sich überlegen, wie sie mit neuen Technologien ihre Produkte besser vermarkten können. Ich habe heute das Vergnügen, mit dem Philipp zusammen den Workshop mit euch zu machen. Wo sind die Probleme bei der Art und Weise, wie ihr eure Produkte bisher präsentiert? Alle eure Maschinen könnten in so einer Brille drin sein und der potenzielle Kunde, den ihr erreichen wollt, kann sich das schon mal virtuell anschauen. Und nachdem wir es euch mal am Bildschirm gezeigt haben, werden wir auch an verschiedenen Stationen auf dem Holodeck Dinge ausprobieren. Und du hast hier unten noch einen Knopf mit dem Zeigefinger. Kannst du da drauf? Genau. Was macht das Arbeiten mit den Kunden für euch besonders? Wir versuchen halt auf jeden Kunden eigentlich individuell einzugehen. Das heißt, wir machen wirklich tiefe Recherche, schauen, was der Kunde macht, wo der vielleicht Problemfelder hat und versuchen dann gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten. Zum Feierabend dürfen wir alle noch in eine virtuelle Welt reisen. Also das Spiel hat sich tatsächlich so echt angefühlt. Das von außen zu sehen, ist fast sogar noch ein bisschen witziger, als das selber zu erleben, oder? Ja, genau.